Berechne den Scheitelpunkt der Parabel P mit ihrer Gleichung y ist gleich 2x² minus x plus 1. Zuallererst muss überprüft werden, ob die Gleichung die allgemeine Form schon hat. Das heißt, y ist gleich ax² plus bx plus c. Und wenn wir uns das anschauen, x² haben wir schon dastehen. Unser a entspricht also der 2, immer dem Faktor von x². Unser b ist immer der Zahlfaktorform x. Hier steht jetzt nun ein Minus. Ist das der Fall, heißt es automatisch minus 1. Wenn wir 1 können wir uns zum Beispiel reindenken, heißt es minus 1x. Und das c ist immer die Zahl ohne Variable. Also haben wir die allgemeine Form schon vorliegen. So, jetzt wie komme ich auf den Scheitelpunkt. Da schaue ich in der Formelsammlung nach. Steht auf Seite 13 die entsprechenden Formeln. Zum Beispiel die x-Koordinate des Scheitelpunktes lässt sich berechnen durch minus b geteilt durch 2 mal a. Und die y-Koordinate des Scheitelpunkts lässt sich berechnen durch c minus b² geteilt durch 4 mal a. Das müssen wir jetzt einfach nur noch einsetzen. Als x-Koordinate des Scheitelpunktes ist gleich minus, und jetzt b, schauen wir nach, unser b war minus 1, geteilt durch 2 mal a war 2, ist gleich minus 1 durch 4. So, hier steht ja im Prinzip auch nichts anderes als minus 1 mal, das heißt die beiden Minuszeichen heben sich auf und es bleibt übrig 1 Viertel. Und 1 Viertel umgeschrieben ist 0,25. Gleiche machen wir mit der y-Koordinate. Da wird stehen c, halt, Moment, wir setzen gleich ein. C war 1 minus, so jetzt b², b war ja minus 1, das heißt minus 1 zum Quadrat, geteilt durch 4 mal und a wiederum 2. Vereinfachen wir noch. 1 minus 1 zum Quadrat ist 1 und 4 mal 2 ist 8. So, und 1 minus 1 Achtel kann man wegen einem Taschenrechner eingeben, aber man kann es auch so berechnen, ist 0,875. Das heißt, unser Scheitelpunkt hat damit die Koordinaten xs 0,25 und ys 0,875.